einer der schwärzesten Orte dieser Stadt hier in München, denn im Jungfernturm wurden gar schreckliche Dinge gemacht. Zum Beispiel hat er seinen Namen auch von der eisernen Jungfrau, die da drin stand, denjenigen oder diejenigen, die man zu Tode bringen wollte, hat man in diesen Sarg gebunden und man hat dann den Deckel langsam geschlossen. Das hat man so lange gemacht, bis der oder diejenige da drin elendig zu Tode kam. Dann hat man eine Falltür geöffnet, die da direkt davor war, und dann sind die Leichen etwa 20 Meter nach unten gefallen, und man hat dann Höhe dieser Mauer, die hier eingesetzt ist, etliche Skelette und frisch verweste Leichen, auch Kinder und viele Frauenleichen gefunden. Immer mehr Leute haben einen seltsamen Ton gehört an dieser Mauer. Die Touristen und die Anwohner hier sind sich sicher, dass es nicht der Wind ist, sondern dass es die gequälten Seelen sind, die in diesen Mauern nicht zur Ruhe kommen.